Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Zebel, ich würde Sie doch herzlich bitten, sozusagen beide Sachen nicht zu vermischen und nicht Schacht Konrad und Gorleben in einen Topf zu werfen. Schacht Konrad ist ein planfestgestelltes, genehmigtes Endlager für schwache mittelradioaktive Abfälle. Und Gorleben haben wir jetzt gerade in einem langen Verfahren in der Endlagerkommission gemeinsam beschlossen, ist einer von ganz vielen, möglicherweise einer von ganz, ganz vielen Standorten. Wir wissen überhaupt nicht, ob er im Verfahren bleibt, wie lange er im Verfahren bleibt. Er muss sich dem Vergleich stellen. Und insofern, glaube ich, ist es richtig, wenn man die beiden Dinge nicht vermischt. Ich möchte aber das, was Sie nicht tun konnten aufgrund der Zeit, das gerne machen, auf den Antrag der Grünen zum Schacht Konrad eingehen, der aus dem November des vorletzten Jahres stammt und insofern leider schon ein bisschen veraltet ist. Dazwischen hat sich relativ viel getan. Das ist so. Wir haben ein nationales Entsorgungsprogramm aufgestellt, wo die Bundesregierung sehr klar gemacht hat, um wie viel Abfälle es sich handelt, gerade auch im schwachen mittelradioaktiven Bereich. Und es ist ja nun auch dem Engagement der Endlagerkommission geschuldet, dass wir uns sehr klar in Bezug auf die 303.000 Kubikmeter festgelegt haben. Das loben Sie in dem Antrag auch völlig zu Recht. Ich glaube, es ist richtig, dass man den Menschen in der Region klar macht, es geht jetzt um einen festen Teil von 300.000 Kubikmetern, die wir einlagern wollen, hoffentlich ab 2022. Und alles das, was darüber hinausgeht, dafür müsste man eben ein ganz neues Planfeststellungsverfahren machen. Das haben wir in dem Nationalen Entsorgungsprogramm auch so festgelegt. Das BFS als derzeit noch zuständiger Betreiber sagt aber eben auch sehr klar, und ich glaube, da missverstehen Sie das BFS im Moment, dass schon aktuell Sicherheitsuntersuchungen laufen, um die Planfestgestellten oder die Planfeststellung zu untersuchen hinsichtlich ihres Standes auf den aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik. Und Sie wollen das noch mal tun, sehr konkret, bevor Sie Konrad in Betrieb nehmen 2022. In Ihrem Antrag sagen Sie, es darf nicht erst vor Verschluss des Endlagers sein. Das ist völlig richtig. Das ist der Grund, warum das BFS auch sagt, vor Inbetriebnahme wollen wir das noch mal tun. Deswegen glaube ich, ist Ihr Antrag in der Tat überholt. Und ich finde, man kann dann auch ganz ehrlich sagen, gut, wenn er überholt ist, dann kann man ihn auch zurückziehen. Aber Sie werden mir ja vielleicht gleich erklären, Frau Kotting-Uhl, warum der immer noch aktuell ist. Aber ich will die Chance gerne nutzen, noch einmal kurz auf Schacht Konrad einzugehen, weil das für uns schon auch ein extrem wichtiges Projekt ist, das wir auch wirklich zeitgerecht realisieren müssen. Das ist das Endlager in Deutschland für schwach- und mittelradioaktive Abfälle. Und es ist eben so, dass wir vom Abfallvolumen her etwa 90% aller Abfälle im schwach- und mittelradioaktiven Bereich haben. Das ist von der Radioaktivität nicht wahnsinnig relevant. Das sind ungefähr 1% der Radioaktivität. Aber es handelt sich eben insbesondere um die Abfälle, die anfallen werden im Rückbau der Kernkraftwerke, um kontaminierte Anlagenteile, um Werkzeuge, um Schutzkleidung, aber eben natürlich auch Forschungsabfälle aus dem schwach- und mittelradioaktiven Bereich. Die gesamte Radioaktivität, die wir in Konrad einlagern werden, wird die der entsprechend von wenigen Castoren, in etwa 4 bis 5 Castoren. Das ist natürlich relevant, das ist völlig klar, aber es ist eben von der vom Gefährdungspotenzial nicht vergleichbar mit dem, was wir in einem HAW-Endlager vorfinden werden. Und trotzdem und gerade deswegen halten wir uns auch bei Konrad natürlich an höchste Sicherheitsstandards. Und um das mal international einzuordnen, es gibt ja schon einige Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle. Viele Länder, Frankreich, Spanien, Großbritannien, die USA, machen das oberflächennah im Bereich der schwach- und mittelradioaktiven Abfälle. Genauso wie auch Schweden und Finnland, die gehen sozusagen knapp unter die Oberfläche. Deutschland ist neben der Schweiz das einzige Land, was in die Tiefengeologie geht. Das hat auch gute Gründe, weil wir sagen, wenn wir ein gutes Wirtsgestein haben und in Schacht Konrad, in Konrad haben wir das, wir haben eine 400 Meter dicke Tonschicht, die das Endlager unten eben auch abdichtet, dann ist das besser, als wenn wir es oben an der Oberfläche haben. Aber das zeigt eben, dass der Sicherheitsanspruch Deutschlands auch im Bereich schwach- und mittelradioaktiver Abfälle enorm hoch ist. Und das ist, glaube ich, auch richtig. Wir haben ein langes Planfeststellungsverfahren hinter uns gebracht, um Konrad zu genehmigen. 2002 ist die Genehmigung erteilt worden, nach einer übrigens relativ umfangreichen Bürgerbeteiligung. Man kann immer auch nach mehr rufen, aber wenn man noch mal in die Geschichte geht, das waren 75 Tage Erörterungen, die da stattgefunden haben. So ganz wenig ist das, finde ich, nicht. Und dann hat es eben auch noch mal eine höchstinstanzliche Entscheidung 2007 vom Bundesverwaltungsgericht gegeben, die Planfeststellung auch noch mal bestätigt haben. Seit 2008 wird Konrad umgerüstet zu einem Endlager für schwache mittelradioaktive Abfälle.
Und alle Beteiligten planen im Moment für das Jahr 2022 die Inbetriebnahme. Ich glaube, da müssen wir auch alle dran festhalten, gemeinsam, dass wir dieses Zieldatum erreichen, weil wir, wenn wir 2022 abschalten, möglichst schnell mit dem Rückbau beginnen wollen und gewissermaßen Konrad auch den Flaschenhals für den Rückbau natürlich bildet. Und insofern haben wir ein Interesse daran, dass wir diesen Zeitplan auch einhalten. Es gibt teilweise Vergleiche mit der Asse, die angestellt werden, die aber, finde ich, nicht zutreffend sind und die man auch sehr klar zurückweisen muss. Der Unterschied ist natürlich, dass wir es hier mit einem erstens trockenen Stollen zu tun haben. Zweitens, wir fahren völlig neue Einlagerungskammern auf. Wir gehen also nicht in ein altes Grubengebäude, in dem wir sozusagen die Fässer einfach reinwerfen, sondern wir haben, Konrad Pelter sind bekannt, eine sehr gute und robuste Art und Weise, die Endlagergewinde auch einzulagern in ein sehr robustes Bergwerk. So, und das, was ich gerade gesagt habe, Frau Kotting-Uhl, das ist in der Tat das, was das BFS uns ja auch im Ausschuss gesagt hat und auch öffentlich nachzulesen ist. Das BFS sagt, dass ständig und auch aktuell die Planfeststellungsunterlagen untersucht werden hinsichtlich ihres Standes auf Wissenschaft und Technik. Und ständig heißt, dass man eben nicht nur vor 2022, vor der Inbetriebnahme, noch mal eine abschließende Sicherheitsuntersuchung macht, sondern so wie ich Herrn König verstehe, ist es eben so, dass auch jetzt schon aktuell, seit 2014, damit begonnen wird, die Unterlagen zu sichten und zu gucken, was ist alt und wo gelten die Margen, die Sicherheitsmargen der Vergangenheit möglicherweise immer noch. Also da wird, glaube ich, extrem verantwortungsvoll gehandelt. Und deswegen darf das jedenfalls kein Grund sein, hier in eine Verzögerungsschleife zu kommen. Wir haben in dieser Legislaturperiode auch eine ganze Menge getan dafür, dass wir den Zeitplan einhalten können und bis 2022 fertig werden. Wir haben eine völlig neue Behördenstruktur aufgebaut, auch dank der Arbeit der Endlagerkommission. Ich glaube, das ist gut und richtig, dass wir eine klare Trennung haben zwischen Regulierer und Vorhabenträger auf der anderen Seite. Und ich habe mir diese Entscheidungsmuster der Vergangenheit genau angeguckt. Wir haben sie in der Endlagerkommission besprochen über DIN A3 Blätter. Wenn man im Bereich der Schachtsanierung jemanden brauchte, dann waren die Entscheidungswege relativ kompliziert. Das haben wir jetzt deutlich gestrafft und vereinfacht. Und so ist es jetzt eben so, dass nicht mehr drei oder vier Behörden darüber entscheiden, wie lang die Anker eigentlich sein müssen, die da eingebracht werden, sondern das wird vom Vorhabenträger vorgeschlagen und vom Regulierer dann genehmigt. Und dann kann das auch in Auftrag gegeben werden. Also da haben wir sehr dazu beigetragen, dass das Projekt Konrad auch ein Erfolg werden kann. Und gleichzeitig übernimmt der Bund ab 2019 und 20 die Zwischenläger. Insofern sind wir auch in der Lage, dann über ein zentrales Abfallmanagement zu disponieren und zu gucken, welche Abfälle wann eingelagert werden. Also eigentlich haben wir alle Voraussetzungen geschaffen, um jetzt auch zeitnah in den Betrieb einzusteigen, immer unter Sicherheitsgesichtspunkten. Das hat das BFS zugesagt und ich glaube, das ist auch richtig. Aber unser Anspruch als Union ist es eben, so haben wir es in der Kommission auch immer besprochen, dass die Zwischenläger, die wir haben, nicht zu faktischen Endlagern werden. Das sind wir den Leuten vor Ort auch schuldig und deswegen müssen wir Konrad auch 2022 in Betrieb nehmen. Ich will, Herr Kollege Zebe, weil Sie es auch angesprochen haben, noch einmal ganz kurz eingehen auf das Thema, das die Menschen im Moment in der Tat in Gronau und Lingen sehr bewegt, auf das, was da auch ein Pressezirkus in den letzten drei, vier Tagen um das Thema entstanden ist. Ich will das auch sehr deutlich sagen. Wir als Unionsfraktion stehen ganz, ganz klar an der Seite der Beschäftigten, der Urenco und der ANF in Lingen. Wir sind ausgestiegen aus der Kernkraft, das ist völlig klar. Und da sind wir uns absolut einig, bis 2022 schalten wir die Kernkraftwerke ab. Das heißt aber in der Konsequenz nicht, dass wir sämtliches kerntechnisches Know-how in Deutschland verlieren wollen. Auch deswegen nicht, weil wir Doel und Tihange bewerten wollen, weil wir in der Lage sein wollen, gute Experten auszubilden. Weil es darum geht, dass wir einen echten Kompetenzverbund haben mit der Areva hier in Deutschland an drei Standorten, die in der Lage sind, über Rückbau zu diskutieren. Brechen Sie einen von denen raus, dann seien Sie sich mal ganz sicher, dass sich der neue Eigentümer in Frankreich sehr genau umgucken wird, wo die Arbeitsplätze in Zukunft entstehen. Ob hier bei uns in Deutschland oder ob man das nicht alles nach Frankreich zieht. Das sind hochqualifizierte Arbeitsplätze, die gut funktionieren. Und lieber Herr Kollege Krischer, ja, auch dank Ihres Engagements hat die rot-grüne Landesregierung im Jahr 2013 ja ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. Man hat ja versucht, politisch motiviert, die Standorte zu schließen und zu sagen, welche Möglichkeiten gibt es. Und das Gutachten ist zu ganz klaren Ergebnissen gekommen, zu ganz klaren Ergebnissen und sagt, die Genehmigung ist unbegrenzt, sie ist erteilt, sie gilt und es gibt keinen rechtsmöglichen Weg, das zu schließen. Und insofern finde ich, am Ende des Tages müssen Sie sich auch ehrlich machen.
Sie wollen, dass die Kerntechnik aus Deutschland in Gänze verschwindet. Wir wollen das Know-how erhalten. Wir wollen das Know-how selbstverständlich auch ausbauen. Selbstverständlich auch ausbauen, weil wir in der Lage sein wollen, an den deutschen Grenzen dafür zu sorgen, dass wir bewerten können, ob die Kernkraftwerke sicher sind oder nicht. Und das geht nur mit eigenem Know-how. Und deswegen brauchen wir beide Standorte auch weiterhin in Deutschland. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen spricht jetzt Silvia Kotting-Uhl.